Hi und damit wieder willkommen zurück hier bei Far Cry 2 und dem Herrn Lück. Und der sucht sich noch. Oh, der sucht noch. Die haben mich nicht gesehen, die sind so dusselig. Das ist geil. Der hat sich gerade ein Scharfschützengewehr gekauft und das will er eigentlich in seinen Händen spüren. Deswegen werden wir uns die Dragoon aufnehmen. Ach, jetzt kann man die bloß tauschen gegen. Ach, das ist ja doof. So. Und die hier kann ich doch auch tauschen, ne? Damit meine wieder neu wird. Und das hier kann man nur gegen die Dragunov tauschen. Okay, dann müsste ich natürlich das Maschinengewehr mitnehmen. So. Damit wir hier wieder auf dem Stand der Dinge sind. Das nützt mir nichts. Das nehme ich mit für meinen wunderschönen Dingsbums hier. Für meine Molotow. Und jetzt gucken wir mal raus. Jetzt können wir vielleicht schon mal unsere Waffe probieren. Ja. Klappt! Fetzt! Ha! Geil! Entschuldigung fürs Husten. Aber die wollte ich haben. Oh, die Mucke ist gar nicht gut. So, da haben wir schon mal die... Ach, wir könnten noch schnell noch eine Verbesserung kaufen. Komm, das machen wir noch schnell. Aber im letzten Part ging das ja nicht. Ich will noch eine Verbesserung. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Ich habe genug Geld. Ich kann mir es leisten, mich zu verbessern. So, palim, palim. Dü, tschuk. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir wollen eine Verbesserung. Was haben wir? Eine Handbücher. Warte mal, Ausrüstung. Genau. Handbücher. So, und da müsste es doch für die Dragunov. Hier gibt es ein Handbuch. Wir bezahlen das direkt. Ach komm, Geld spielt keine Rolle, setzen Sie es auf meine Rechnung. Und dann setzen wir uns nochmal dran. Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Kratzen im Hals. Das macht aber nichts. Hier ist aber so staubige... hoppla, hier ist auch so staubige Luft überall. Was gibt's denn noch? Ausrüstung, guck mal. Raketenwerfertasche, das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Sprengstofftasche, Grenadiertasche, Tarnanzug. Das ist cool. Das will ich haben. Schützengurt. Raketenangriffsgurt. Leichter Angriffsgurt. was ist denn das jetzt hier alles? Schützengurt. Grenadiergurt. Ich nehme das. Oh nee. Achso, das ist Gesamt, was ich bezahlen muss. Okay, was gibt's noch? Nichts. Dann gehen wir mal zum Bezahlen. Und packen das mal ein. Schauen wir mal, was das bringt. Bin ich ja gespannt. Okay. Fazit. Ab geht er, Peter. Mit einem neuen Auto. Rein hier. Rüber. Starten. Los geht's. Ab geht's. Wir fahren jetzt hier diesen Weg lang. Würde ich sagen. Und jetzt kommt die Weggabel. Ne, wir fahren hier mit den Schienen. Mit den Schienen. Und das ist Obacht, ja genau, das habe ich mir gedacht. Da sind sie. Hä? Ach da. Das sind zwei Autos gleich. Oh, da fliegt eine Ziege. Ach. Die haben doch gar keine Chance. Was machen die denn? Das Einzige, was die machen, ist Materialverschwendung. Halten einfach mal drauf, wenn ich was sehen würde. Hier, komm. Flieg die Kiste mal in die Luft. Der Typ ist echt hartnäckig, oder? Was haben die denn gedacht? So eine Spackos, ey. Mein Auto ist nicht mal kaputt. Ha! Lächerlich. Ja, Taste C. Boah, das gibt's doch nicht. Komm, Gas geben hier. Durch. So, jetzt können wir es ganz machen. Ein Scheiß. Müssen wir die Kacke ganz machen hier. Das ist ein Mist. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen. Entschuldigung, hier ist echt so nichts. Und von der ganzen Reparatiererei. Puh, da wird man ganz mit Schucke. So. Oh, jetzt kommt wohl der nächste schon, oder was? Oh, Junge, Junge. Ich wollte jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Wir fahren im Prinzip
Wo sind denn die Schienen? Wo sind denn die Schienen? Ich wollte mir den kurz groß machen. Ja, oh, das wird eine lange Mission. Das sehe ich jetzt schon. Wir müssen hier links. Hab ich das schon erwähnt? Da lang. Ja, jetzt sind wir richtig. Aber was war denn mit dem Jeep? Wer ist denn da gefahren? Das ist ja putzig. Man weiß es nicht. Oh, hier. Guck mal. Kann man die erschießen? Oh. Oh, weg hier. Au. Ich muss bloß kurz eine Wendung machen. So, und dann hoch. Und wo sind sie? Da. Das reicht doch eigentlich, wenn wir den Fahrer entzweien. Aber dadurch, dass das ein Jeep ist, hat er mehr Power. Darf ich das mal so sagen? Also, das ist ja nun ein Lizenzfahrzeug. Und weil das ein Lizenzfahrzeug ist, ist das nicht ganz so zur... Hä? Oh, macht mich nicht wahnsinnig, Jungs. Ach doch. Ja. Und weil das ein Lizenzfahrzeug ist, wofür Ubisoft ja viel Geld bezahlt hat, ist das natürlich so, dass das natürlich ein wenig stärker ist als diese ollen Schrottkisten, die man hier so fährt. Ne? Weil das natürlich Werbung ist. Ey, fahr ein Jeep. Und du bist der Held vom Erdbeerfeld. Was anderes geht's ja gar nicht. Ne? Wir wollen ein bisschen Product Placement betreiben. Das ist auch völlig okay. Finde ich super. Könnte halt bloß zu Problemen führen beim Urheberrecht, was ich hier vielleicht bekomme. Das ein oder andere Video ist ja ein bisschen schon anders bewertet. Kann ich denn da rein? Ich kann da nicht einfach da reinfahren, oder? Nee. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Shit. Oh, shit. Es muss hier einen Weg nach außen lang geben. Hier komme ich doch im Leben nicht durch. Shit, shit, shit. Ich hätte eine andere Busstation nehmen sollen. Okay. Wir fahren mal durch. Oh nein. Das wird heavy hier, oder? Oder was ist mit dem? Hä? Dog Village? Sag mal an. Was ist denn das hier für eine komische... Bin ich jetzt hier verkehrt? Wieso schiebt der mich jetzt da lang? Ach, das ist auch so eine Stadt. Und jetzt? Wo muss ich denn hin? Ich fahre einfach mal hier lang, oder was? Nee, da bin ich doch gekommen. Ach Mist. Ich glaube, ich kann mich doch hier bewegen. Das ist diese Waffenstillstandszone. Ich muss hier an diesen Dingern vorbei. Komm, wir steigen nochmal ins Auto. Ja, ohne Auto ist scheiße Dreck. So, komme ich denn hier vorbei auf diese andere Seite der Straße? Aha, okay, ich muss hier lang. Und dann ist hier die Straße. Oder was? Ha, oder wie? So, und dann führt die... Ach, hier lang? Na, okay. Gut, jetzt habe ich es kapiert. Kann ich mein Auto holen? Scheiße, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Das tut mir leid. Nee, da kann seine Waffe stecken lassen, der Typ. Ich glaube, das ist hier auch so eine Stadt wieder, die Waffenstillstand hat. Deswegen ist das hier alles so ein bisschen gechillt. Hier lang, ne?
Nee, noch eins weiter. Hier war das. Ja, prima. Ha! Wir haben den Weg gefunden. Ist ja geil. So, da lang. Ui, hier ist eine 100. Wie soll man denn das machen? Gut, hier ist wieder Stillstands... Waffenstillstandszone erledigt. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir wieder eine Brücke mitnehmen. Aha. Jetzt kommen wir hier um diesen... Was war denn das schon wieder? Oh Mann! Glück, wie fährst du denn? Hast du keine Ahnung vom Fahren? Bist du schon wieder besoffen? Ist doch nicht. Wir können um die Klippen fahren. Das ist ja eine coole Straße. Das ist natürlich ein beschissener Rückweg, wenn sie uns den Weg abschneiden. Aber grundsätzlich ist mir das jetzt erstmal egal. Hauptsache wir kommen an. In angemessener Zeit. Wir können ja nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Und im Prinzip... Im Prinzip ist das hinter diesen Klippen. Eigentlich so rum. Kann man da drüber klettern? Nee, das ist halt... Erstmal aussteigen. Ach, Gottchen, jetzt hab ich einen Schreck gekriegt. Ich steige ein, Freund. Dann wird schon wieder dunkel. Ach, das ist doch scheiße beim Aufnehmen. Dunkelheit ist scheiße. Wir fahren jetzt einfach mal hier rum. Was passiert denn da? Ah, ein Dorf. Wir sollten ja vielleicht vorsichtig rangehen. Das kommt mir nicht geheuer vor. Sieht aber cool aus. Nubieren. Gibt es vielleicht hier. Ist hier jemand? Sieht nicht so aus, oder? Und hier? Okay, wo befinden wir uns genau? Wie komme ich denn da rüber, sag mal? Muss ich hier durch die ganze... Oh, guck mal, da ist ein Typ. Ich habe ihn gerade gesehen. Ja? Ach, ihr habt doch wieder eine Asche. Jungs, ihr habt doch eine Asche. Ach Mist, jetzt habe ich wieder die... Hört doch schon wieder. Oh, Mist, schon wieder so ein Ding, was hier schießt. Oh. Okay. Wir gehen hier hoch, schnell. Speicher mal. Okay, die Waffe ist gut. Aber es sind zu viele. Wie viele seid ihr? Oh, jetzt. Mit Mörsern und allem. Das ist gemein. Aber das stört mich nicht, dadurch, dass ich ein sehr guter Schütze bin. Darf nicht hinkommen? Na klar, das ist Sinn und Ziel der ganzen Mission, ihr Eumel-Leute. Ach, wir sind durch, wir können hier hoch. Ja, hier geht's nicht weiter. Scheiße! Doch, hier geht's weiter. Ah! Coole Sache. Wo sind wir denn hier gelandet? Na, auf jeden Fall dort, wo es Diamanten gibt. Ha, guck mal. Ganz einfach. Gibt's einen dafür? Ja, es gibt einen, ne? Na gut, okay, das ist jetzt nicht besonders viel. Ah, die Orientierung verloren. Wo geht's denn lang? Da lang. Okay, das ist ja cool gemacht hier. Das ist ja echt eine coole Sache. Okay. Ihr wisst doch gar nicht, wo er ist. Okay, bis hierher und nicht weiter. Dann holen wir uns die Öfen des Grauens.